Mein Name ist Frank Müller. Ich bin Biologe und ich interessiere mich ganz besonders für die Frage, wie funktionieren wir eigentlich und warum sind wir so, wie wir sind? Und die Antwort darauf findet man in den Eigenschaften unseres Gehirns, unserer Sinnes- und Nervenzellen. Im Institut für zelluläre Biophysik, im ICS4, untersuchen wir die Mechanismen, mit denen Sinnes- und Nervenzellen Signale verarbeiten, weil wir herausfinden wollen, was diese Zellen zu den faszinierendsten Zellen in unserem Körper macht. Also mir wurde schon relativ früh in der 8. Klasse etwa klar, dass ich Naturwissenschaftler werden würde. In der 10. Klasse habe ich ein Referat gehalten über das Auge im Biologieunterricht. Und ich war damals schon fasziniert von diesen unglaublichen Leistungen unserer Sinne und des Nervensystems. Und diese Faszination hat mich nie wieder losgelassen. Und ich habe damals mich entschlossen, selbst meinen Beitrag zur Erforschung dieser Phänomene zu leisten. Das Sehen ist unser wichtigster Sinn. Wenn Sie sich überlegen, bei uns Menschen stammt etwa 80% der Informationen, die wir über die Umwelt bekommen, von den Augen. Und das heißt, dass sie unheimlich wichtig sind für unsere Erkenntnis. Und gerade wenn Sie über Naturwissenschaften reden, überlegen Sie mal, wie viele Naturgesetze wir nie gefunden hätten, wenn wir nur riechen, tasten oder schmecken könnten. Natürlich beginnt das Sehen damit, dass das Auge die Umwelt auf unserer Netzhaut abbildet. Aber dann geht die spannende Geschichte überhaupt erst los. Denn die Netzhaut ist was ganz anderes als ein Kamerachip. Sie ist quasi ein vorgeschobener Gehirnteil. Und das heißt, sie hat nicht nur lichtempfindliche Zellen, die auf Licht reagieren, sondern auch ein Nervennetzwerk, was die Information verarbeitet, herausfiltert und an das Gehirn nur die Information weiterleitet, für die das Gehirn sich interessiert. Nämlich Unterschiede, Kontraste, Bewegungen. Das ist das, was für das Gehirn wichtig ist. Das heißt, Sehen ist nicht nur Augen aufmachen, sondern es ist ein ungeheuer komplizierter Rechenprozess, der gewaltige Ressourcen in Ihrem Gehirn in Anspruch nimmt. Die Retina im Auge gilt im Allgemeinen als ein relativ einfaches neuronales Netzwerk. Aber wir wissen mittlerweile, dass das nicht stimmt. Sie ist ziemlich kompliziert. Wir wissen zum Beispiel, dass es etwa 60 verschiedene Typen von Nervenzellen in der Netzhaut gibt. Wozu braucht die 60 verschiedene Nervenzelltypen? Wir wissen im Moment nur für wenige überhaupt, für was sie gut sind. Die Retina muss enorme Probleme bewältigen. Wenn Sie sich überlegen, der Spielraum an Lichtintensität, auf den wir reagieren können, ist gigantisch groß. Wir haben Lichtsinneszellen, die auf ein einzelnes Lichtquant reagieren können. Das ist die Grenze des physikalisch Machbaren überhaupt. Andererseits, wenn Sie im Schnee bei strahlendem Sonnenschein stehen, fällt so viel Licht ins Auge, dass es 10 Milliarden Mal heller ist als bei Sternenlicht. Und trotzdem können Sie immer noch sehen. Wir wissen zum Beispiel, dass wir zwei Arten von Photorezeptoren haben. Die Stäbchen, die sehr empfindlich sind, mit denen wir bei Sternenlicht und im Dunkeln sehen. Und die Zapfen, die weniger empfindlich sehen, für das Tageslicht. Und wir wissen auch, dass diese Zellen sich diesen enormen Arbeitsbereich aufteilen. Wir haben zum Beispiel vor kurzem einen bestimmten Zellbaustein in Stäbchen identifiziert, einen sogenannten Ionenkanal, der dann wichtig ist, wenn Stäbchen und Zapfen gleichzeitig aktiv sind. Denn er sorgt dafür, dass die Stäbchen bei besonders hellem Lichteinfall nicht sofort gesättigt sind und die ganze Netzhaut einfach nur noch an das Gehirn meldet, Hilfe, ich bin geblendet. Wenn man so komplexe Vorgänge wie Sinneswahrnehmung erforschen will, braucht man natürlich auch gute Methoden. Wir verwenden im ICS4 ein sehr breites Repertoire an Methoden. Zum einen Methoden der Biochemie und Molekularbiologie, die es uns erlauben, Zellbausteine zu analysieren und auch gentechnisch zu verändern. Dann Methoden der Mikroskopie. Wenn Sie zum Beispiel die Zelltypen in einem neuronalen Netzwerk wie in der Retina oder die Verteilung von Signalelementen, Ionenkanälen und Zellbausteinen untersuchen wollen, dann müssen Sie die im Mikroskop sichtbar machen können. Und dazu brauchen wir zum einen Hochleistungsmikroskope, zum anderen aber auch Färbemethoden. Und dafür verwenden wir Antikörper. Das sind so eine Art leuchtende Kundschafter, denn sie zeigen uns, wo welche Zellen in der Netzhaut sind und wo bestimmte Signalproteine lokalisiert sind. Wir verwenden hochempfindliche Messgeräte mit Messelektroden mit etwa einem Tausendstel Millimeter Durchmesser. Mit diesen Elektroden kann man die elektrische Aktivität von Nervenzellen registrieren. Und die sagt uns, was die Nervenzelle gerade ihren Nachbarn mitteilt. Das heißt, wir können Nervenzellen regelrecht zuhören, was sie sich gegenseitig erzählen. Und als drittes verwenden wir sogenannte Fluoreszenzindikatoren oder Sensoren. Das sind quasi leuchtende Spione, die wir in lebende Zellen einschleusen können. Und dort zeigen sie uns durch ihr Leuchten an, welche physiologischen Vorgänge in der Zelle gerade ablaufen. Das heißt, wir können lebenden Zellen im Mikroskop zuschauen, wie sie Informationen verarbeiten.
Ja, wenn man so viele verschiedene Methoden hat, dann braucht man natürlich auch Leute, die sie wirklich gut beherrschen. Und im Endeffekt sind es bei uns junge Mitarbeiter, Doktoranden, die also ihre Doktorarbeit schreiben, die jeweils eine solche Methode etablieren, anwenden und sich dabei wirklich zu den absoluten Experten auf diesem Gebiet entwickeln. Wir arbeiten neben dem Sehen auch am Riechen, vor allen Dingen, weil es auch immer interessant ist, zwei verschiedene Systeme miteinander zu vergleichen. Hier sehen Sie den sogenannten Bulbus olfactorius. Es ist die erste Verarbeitungsstation für Riechreize im Gehirn. Wir haben so einen Bulbus geschnitten, die einzelnen Schnitte gefärbt und aufgenommen und dann in einem aufwendigen Rechenprozess den Bulbus dreidimensional rekonstruiert. Hier sieht man grüne und rote Bereiche, das sind die sogenannten Glomeruli, in denen eine bestimmte Art von Informationsverarbeitung passiert. Der Beruf des Naturwissenschaftlers hat für mich eine ganz besondere Faszination, denn einem Naturwissenschaftler wird es nie langweilig. Wenn man nur ganz genau genug hinguckt, dann findet man immer viele interessante und faszinierende Fragestellungen, die man bearbeiten kann. Und die Natur hält noch unendlich viele solcher Probleme für uns bereit. Das andere Schöne ist, es ist ein wirklich tolles Gefühl, wenn man an einem Mikroskop oder an einer Messapparatur sitzt und wenn einem bewusst wird, dass man eigentlich der erste Mensch auf dieser Welt ist, der etwas entdeckt hat oder einen bestimmten Zusammenhang versteht. Das ist unheimlich faszinierend und lehren und junge Leute auszubilden, heißt für mich, diese Leute mit dieser Faszination anzustecken.